think. How did it come that some religions have many kind of gods or different gods, as before in the beginning of religion all had only one God? Wie kam es, dass manche Religionen verschiedene oder besser gesagt mehrere Götter haben, da alle Religionen früher nur einen Gott hatten? Who is asking? This was asked by Mr. Chalda Mahmoud. Chalda Mahmoud. Chalda Mahmoud. Please sit down. There is no shadow of doubt that if any religion is true in the world, it has to be divinely revealed. And Islam believes that all religions were originally divinely revealed. No exception. Hinduism, Buddhism, whatever name you give to them, these religions, they were originally revealed by Allah Almighty. And later on, an age of decadence set in. As they moved away from the time of their founders, they began to introduce many of their own willful thinkings in the religion, and began to differ with each other according to the Quran for their personal egotism as well. Many scholars wanted to establish their authority over others with reference to religion. So apparently they drew their authority from God, but they had no basis of drawing that authority at all. So they created differences in different sects. Ultimately, all religions were divided into so many sects. For instance, Christianity itself is now divided into about 700 sects. Muslims are divided into at least 72 sects, further subdivided into so many. So this is the unfortunate state of everything that comes to be created. With the passage of time, it goes through a decay and gets segmented into fractions. In der Tat ist es so, dass jede wahre Religion göttlich inspiriert von Gott offenbart worden sein muss. Das ist der Ursprung von allen Religionen, dass sie von Gott den Menschen gegeben worden sind. Aber es ist so, dass es überall auch eine Zeit des Verfalls gibt, wo die ursprünglichen Lehren durch die egoistischen Machtbestrebungen von Hohepriestern und Gelehrten verändert werden und so neue Ideen aus den Köpfen dieser Egoisten in die Religionen hineingeraten. Es sieht dann jeweils so aus, als ob diese Gelehrten ihre Argumente sozusagen durch Gott bestätigen lassen könnten. Aber in der Tat ist das nicht so. Es ist nicht so, dass Gott ihnen die Erlaubnis gibt, die Religion zu verändern und Neues hinzuzufügen, sondern es ist so, dass aufgrund ihrer persönlichen Interessen Veränderungen in den Religionen eintreten. Welcher Name man immer einer Religion geben mag, ob Hinduismus oder Buddhismus, alle diese Religionen haben also einen Ursprung in Gott, aber dann im Verlauf der Zeit wurden sie von Menschen verändert und deformiert, so dass es heute im Christentum etwa 700 verschiedene christliche Gruppierungen gibt. Im Islam ist es so, dass wir mindestens 72 verschiedene Gruppierungen haben, die jeweils auch unterteilt noch sind in andere Splittergruppen. Und das ist eine traurige Tatsache, dass eben im Lauf der Zeit sich Veränderungen einschleichen aufgrund der egoistischen Interessen bestimmter Leute.